glaube, es gibt niemand, der so wie Adorno der bestehenden Gesellschaft radikal gegenüberstand, der sie so radikal bekannt und erkannt hat. Sein Denken war so kompromisslos, dass er sich selbst den Erfolg in dieser Gesellschaft leisten konnte. Er hat ihn, dieser Erfolg hat sein Denken in keiner Weise infiziert und sein Denken in keiner Weise kompromittiert. Man spricht manchmal von kompromittierenden Formen seines Verhaltens. Ich glaube, über diese Formen ist dasselbe zu sagen. Sie haben seiner Radikalität nicht das Geringste angetan. Ich sehe in ihnen die bewusste Aufrechterhaltung von Formen einer vergangenen Kultur, und zwar aus vielleicht aus Schutz vor der aufdringlichen, brutalen, falsch egalitären Vertraulichkeit des Bestehenden, irgendwie ein Pathos der Distanz, Form der Höflichkeit, Form der Härte, die vielleicht auch Angst bekundend vor zu großem Mitleid mit dem, was den Menschen angetan wurde, Mitleid, das vielleicht die Rücksichtslosigkeit der Kritik, die notwendige Rücksichtslosigkeit der Kritik beeinträchtigen könnte. Ich denke daran, dass der Spätkapitalismus Formen der Repression entwickelt hat, die in der marxischen Theorie traditionelle Praxis der Veränderung unmöglich zu machen scheint. Und ich denke hier besonders an die Integrierung weiter Schichten der Bevölkerung, besonders an die Integrierung der Arbeiterklasse in das bestehende kapitalistische System, in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern. Das heißt aber, dass das geschichtliche Subjekt, das gesellschaftliche Subjekt,